Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Begegnung mit Leo, dem Medium von, wie nennst du es nochmal, Divina Vita. Divina Vita. Leo von Divina Vita, einem, wie es im Fachjargon heißt, beweiskräftigen Medium, was zu meiner großen Freude wirklich mit beiden Füßen auf dem Boden der Tatsachen steht. Unsere Gespräche sind einer naturgesetzlichen Prüfung medialer Aussagen gewidmet. Also hier geht es nicht darum, einfach nur mit Begeisterung erneut ein paar Berichte eines ernstzunehmenden Mediums zu hören, um dann anschließend mit der nächsten Lebenskrise wieder alles zu vergessen und in Zweifel zu versinken, sondern einer parallelen Spur zu folgen, zu hören, was Leo mit ihrer Hellsichtigkeit, Hellfühligkeit und Kontakt zum Jenseits zu sagen hat, wenn wir uns zugleich über sehr bodenständige Themen unterhalten werden. Heute wird es die Anatomie des jenseitigen Körpers sein. Noch einmal ein herzliches Willkommen und auch an dich, liebe Leo. Ja, hallo. Auch an Zuschauer. Ja, wo fangen wir an? Vielleicht spiele ich mal den ersten Ball aufs Feld und skizziere kurz, wieso es eine jenseitige Anatomie schon aufgrund diesseitiger Betrachtungen geben muss. Du unterbrichst mich bitte jederzeit, wenn du etwas zu ergänzen hast oder vielleicht auch anders siehst. Ich habe 40 Jahre Erfahrung in der Begleitung von Kranken, Schwerstkranken und habe im Laufe der Jahre gelernt, dass der Körper ein hundertprozentiges Abbild der Psyche ist. Einer Psyche, die unsichtbar ist, denn das ist leicht prüfbar. Dafür muss ich noch nicht einmal Naturwissenschaftler sein. Wenn ich meine Lebensäußerungen genauer betrachte, mein Ich-Bewusstsein, das, was ich als mein Selbstverständnis bezeichne, meine Gedanken, meine Gefühle, jede Art von Gemütsregung inklusive Ängsten sind definitiv unsichtbar. Sie sind Energieströme, das würde man heute noch nicht einmal mehr im schulmedizinischen Bereich bestreiten. Siehe auch unter anderem die elektrische Aktivität des Gehirns, die messbar ist mit dem EEG, also Elektroenzephalogramm der Hirnschrift. Also alle psychischen Lebensäußerungen sind jenseitig. Leo, du hattest dazu schon mal einen sehr markigen Spruch. Klar, also markig meine ich klar, präzise auf den Punkt, aufgrund deiner Jenseitseinblicke gesagt. Magst du das an der Stelle noch einmal kurz ausführen? Noch. Also ich meine deinen Hinweis darauf, der ja erst einmal erstaunt zurückzucken lassen dürfte. Wir sind nie geboren. Ja, genau. Ja, wir sind nie geboren und wir sterben auch nicht, sondern in der Schwangerschaft unserer Mutter, die wir gewählt haben, das ist immer ganz wichtig, ist übrigens auch wunderschön, das Kindern in der Pubertät zu sagen, dass sie sich die Eltern selber ausgesucht haben. In der Schwangerschaft zieht die Seele in das ungeborene Kind. Da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, also von Zeugung an, und die Seele entwickelt sich, reift, das aurische Feld gestaltet sich langsam. Also es sind ganz viele Prozesse über die ganze Schwangerschaft. Also es ist einmal natürlich der sichtbare Prozess, dass der Bauch dicker wird, dass Kindsbewegungen da sind, aber es ist ein Wunderwerk, was die Seele in diesen Körper einbringt. Das, was du gerade sagst, erinnert mich an etwas, was in der Schulmedizin gemieden wird, wie der Teufel das Weihwasser meidet. Wenn wir die Embryogenese, also das Heranwachsen zunächst mal des Embryos, später dann des Fötus betrachten, so wie du es jetzt gerade im großen Zusammenhang eines inkarnierenden, unsichtbaren, jenseitigen Lebewesens beschreibst, dann mündet das ja sachlich gesehen in diesem sogenannten Diesseits in der Frage, wie kann es sein, dass ein so hochkomplexer Organismus
so geordnet heranwächst und sich so in der Weise spezialisieren kann, dass die Organsysteme, Herz, Kreislauf, Magen, Darm und dergleichen, dass das alles voll funktionsfähig und intelligent vernetzt heranwächst. Das lässt sich nicht mit dem Erbgut erklären. Das reicht von den Kodierungsmöglichkeiten, die das Erbgut gestattet, nicht aus. Hier habe ich als einzige Möglichkeit, eine unsichtbare Matrix anzunehmen. Das ist der jenseitige Plan. Genau. Man muss sich das vorstellen, es gibt ja sehr komplizierte Bausätze für Kinder. Und im Jenseits gibt es wirklich diesen Bauplan für uns. Der aber natürlich sehr individuell ist. Natürlich, was das Organische angeht, gibt es ja bestimmte Abläufe, die auch für einen Menschen immer so sein müssen. Aber da kommt ja noch sehr viel mehr dazu. Also keine Aura eines Babys gleicht einer anderen Aura eines Babys. Das heißt, es kommt schon so viel Persönliches, so viel, ja, wie soll man sagen, so viel, ob es jetzt Charakter, ob es, egal was man im Grunde nimmt, es ist so individuell, deshalb sage ich immer, das ist mehr als ein Wunder. Und es gibt diesen Bauplan, ja. Mhm. Also ich habe lange, bevor ich meinen zweiten Sohn bekam, habe ich ihn gesehen. Ich habe da gerade heute drüber nachgedacht, wo ich habe mir ein Kind gewünscht. Und ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang habe ich ihn gesehen. Und ich habe ihn gesehen, da war er so vielleicht 4, 5. Und als er dann 4, 5 war, sah er auch wirklich genau so aus. Das fand ich hochfaszinierend. Von daher, ja, es gibt diesen Bauplan. Auf den Bauplan würde ich gleich gerne nochmal zurückkommen. Davor ist mir eine für die Klarheit unserer beider Kommunikation und auch mit dem Zuschauer eine Erläuterung zweier Begriffe wichtig. Du hast Persönlichkeit und Charakter angesprochen. Vor dem Hintergrund jetzt meiner psychosomatischen Erfahrungen, ich hatte ja schon erwähnt, nicht der Körper ist ein Abbild der Psyche. Der Körper signalisiert mit den Beschwerden, die fälschlicherweise Krankheit genannt werden, eine bestimmte Botschaft bezogen auf ein psychisches Konfliktthema, also ein unsichtbares Konfliktthema. Und an der Stelle ist nach meinem Dafürhalten eine wesentliche Unterscheidung zu treffen zwischen der Person, der Persönlichkeit, die in dem Fall haben wir eine sehr einfache sprachgeschichtliche Herleitung als Persona, als Maske, eine Art Schutzfunktion darstellt. Das ist ja das Drama der modernen Massengesellschaften, dass man seiner Individualität und seiner Spiritualität eine Absage erteilen muss. Dafür wird ja Sorge getragen in der Bildung, in der Aufzucht in der Gesellschaft. Und wir haben uns gesellschaftskonform zu verhalten. Also wir müssen uns schützen und verbiegen, damit wir situationsentsprechend das tun, was die Gesellschaft von uns verlangt und nicht, was wir natürlicherweise gerne tun würden. Also wir lassen Personare durch uns hindurch tönen, was wir in einem bestimmten Moment gerade sein dürfen. So müssen wir uns verhalten, dann sind wir guter Schüler, guter Vater, gute Mutter oder was auch immer. Und aus dieser Absage an natürliche Bedürfnisse, ich gehe ja morgens um 8 arbeiten, ob ich Lust habe oder nicht. Wenn ich das nicht mache, kündigt man mir und ich habe nichts mehr. Kein Geld mehr, um einkaufen und überleben zu können. Also so entstehen jede Menge gesellschaftlicher Zwänge. Und ja, wir werden da im Grunde aus diesem, was sich so schön und frei entwickelt hat, werden wir wie in eine Form gegossen. Ja. Und diese Form, die muss dann halt der Gesellschaft entsprechen. Genau. Und zwar wirklich wie 180 Grad gedreht gegenüber unseren natürlichen Bedürfnissen. Ja. Nicht mehr für uns, sondern gegen uns und für die Gesellschaft. Wir sollen ja maschinengleich funktionieren. Das sagen ja die preußischen Regeln. Man kann ein Volk ja auch gut führen, wenn alle gleich sind. Das ist der Punkt. Ja. Also das im Grunde genommen verstehen wir Massengesellschaften wie die, in die wir hineingeboren wurden, an sich erst dann wirklich korrekt, wenn uns klar wird, dass hier Befehlsketten erzeugt werden müssen. Dass also jemand seiner Intuition und seinen eigenen Bedürfnissen zugunsten einer großen Maschinerie zum Zwecke seiner Kalkulierbarkeit eine Absage erteilen muss.
Geburtsstätte, sage ich vor dem Hintergrund wieder meiner Erfahrung, das ist die Geburtsstätte aller Zivilisationserkrankungen, die diese Erde kennt. Ja, weil nicht jeder passt auch in dieses Schema, die wenigsten eigentlich. Das hat immer einen hohen Preis. Wie würdest du den hohen Preis beschreiben unter Einbeziehung deiner hellfühligen Fähigkeiten? Es ist, dass man Gesundheit einbüßt. Also immer dort, wo ein Stück von einem abgehackt im Grunde ist, entsteht eine Wunde, die man ja irgendwie wieder schließen muss. Also es ist ein destruktiver Kreislauf beginnt damit. Ja. Also die Welt wäre viel bunter und, soll man sagen, viel angenehmer, wenn wirklich jeder so sich entfalten dürfte. Nach seinem eigenen Bauplan. Weil ich sage ja immer, die Seele schreibt diesen Bauplan. Mhm. Das ist nichts. Also manche sagen, ja, Gott, sicherlich. Es ist ein göttlicher Bauplan. Aber wir machen uns im Grunde selbst. Das hört sich nicht so einfach an, aber ja, es ist genauso gemeint, wie ich das sage. Wir machen uns selbst. An der Stelle habe ich eine kleine unterstützende Herleitung oder parallele Betrachtung aus der avantgardistischen Physik. Wer seit Jahrhunderten geistert der Begriff des Äthers durch die Physik. Also alles, was man in der Physik an Naturphänomenen studiert hat, lässt sich nur erklären, wenn man von einer Art Grundsubstanz ausgeht. Also etwas, was alles ist und alles durchdringt. Also eine Substanz in Anführungszeichen, die sich in sich und mit sich selbst bewegt. Eine schöne Analogie, finde ich, ist ein ganz normales irdisches Meer. Wenn wir den Atlantik betrachten in seiner riesengroßen Ausdehnung, dann hat er sichtbare Wellenbewegungen an der Oberfläche. Die Wellen setzen sich aber auch in der Tiefe des Wassers fort und bei genauerer Betrachtung auch in der Luft, die darüber bewegt wird. Und wenn wir mal als Analogie nehmen, das Meer ist dieser Äther, diese Grundsubstanz, die sich in Bewegung setzt und Wellen erzeugt, dann sind wir nicht nur mitten im Thema der Fluiddynamik, also der Lehre von der Bewegung und den Gesetzmäßigkeiten, die damit verbunden sind, von Flüssigkeiten, sondern wir sind genauso gut auch in der Radio-Fernsehtechnik. Auch da gibt es Sender, die Wellenbewegungen erzeugen, aufgrund eines vorhandenen Mediums. In dem Fall ist es dann nicht das Wasser, sondern die Luft. Und jetzt muss man setzt das Denken dann aus. Das muss man sich an sich teilchenlos denken. Denn der Äther muss an sich ungeteilt sein. Und ich komme jetzt gerade. Dass die schönste Erdaura ist über dem Meer. Was siehst du da? Wellenförmig bewegende Farben. Mhm. Also Welle ist was ganz Wichtiges in diesem ganzen Thema. Es ist übrigens auch so, wenn man im Flugzeug sitzt und fliegt über die Wüste und hat gute Sicht, dann sieht die Wüste aus wie Wellen. Mhm. Ich habe gedacht, ich gucke auf den Meeresboden, wo man ja auch dann wirklich diese Rhythmik in dem Sand sieht. Ja. Also bei genauer Betrachtung ist es so, dass wirklich alles Welle ist. Alles ist Welle und eben nicht Teilchen. Also das ist eine Absage an diese Welle-Teilchen-Geschichte, die in der moderneren Physik als gegeben hingenommen wird. Aber wir können uns darauf einigen, es gibt das ist auch Grundlagenwissen der Physik letztendlich. Es gibt eine Art von Grundsubstanz, die muss teilchenlos in Anführungszeichen gedacht werden, die kann sich in Bewegung setzen, dann nennt man sie Energie. Und diese Energie erzeugt allein schon durch die Art ihrer Bewegung, das ist eine Wellenbewegung letztendlich. Frei im Raum wäre das übrigens ein Torus, so wie ein rausgeblasener Rauchring, den man mit Zigarettenrauch erzeugen kann beispielsweise. Das ist an sich die Grundform jeder Art von Bewegung. Also jede Bewegung ist automatisch Welle. Ja. Und insofern
um auf dieses scheinbare Paradoxon zurückzukommen, was du erwähntest, ja, die Seele schreibt unsere Seele schreibt ihren Plan, und das ist keine Abtrennung von einem göttlichen, alles Durchdringenden, was auch immer das letztendlich ist. Ich stelle das jetzt nur mal als Worthülse in den Raum. Also sicherlich nicht die religiös graubärtige, wallend gewandete Geschichte, die wir ja von klein auf auch in vielen Skulpturen und Bildern dargestellt bekommen haben. Und insofern geht es hier darum zu verstehen, dass das, was wir sind, wenn wir uns dem physikalisch annähern, Teil des Ganzen ist. Also wir sind ein komplexes elektromagnetisches Wellenmuster in einem unendlichen, zeitlosen Meer. Das können wir nur hinnehmen, nicht wirklich denken. Dass wir wirklich uns selber gestalten. Weil das wird ja von ganz vielen Seiten, wird das ja in Frage gestellt, aber es ist genau so. So wie wir aussehen, wo wir, zu welchen Eltern wir uns inkarnieren. Wir machen einen gesamten Plan, und wenn wir diesen Plan abgelebt haben, so kann man sagen, dann schwächelt der Körper und wir verlassen den Körper wieder. Das ist ein ganz einfacher Vorgang, der von uns hoch dramatisiert wird, weil die Leute panische Angst haben vor dem Tod. Aber im Grunde ist so, wir sind ewig. Und es ist sehr schwierig, merke ich, für sehr viele Menschen, das zu verstehen. Würdest du sagen, dass deine Erkenntnisse ganz klar darauf hinweisen, dass jeder in einer hundertprozentigen Eigenverantwortlichkeit seiner Dramen steht? Ja. Die Seele ihren Plan schreibt, schreibt sie auch ihre Probleme. Aber das ist 100% so. Ich finde das schwierig, weil das möchten wir gar nicht. Wir möchten ganz gern, dass jemand anders dafür die Verantwortung trägt. Ja. Wir dann sagen, wieso hat mir Gott das auferlegt? Nein, liebe Leute, ihr euch selber. Das ist natürlich auch ganz schwer zu verstehen, wenn man in schlimmsten Situationen ist, dass wir wirklich das selbst gemacht haben sollen. Also das, ne, diese Verantwortung wirklich zu nehmen und zu sagen, und vor allen Dingen in dem Moment auch dahinter zu schauen, zu sagen, gut, ich habe jetzt das und das Problem, meinetwegen, ich bin schwer krank. Was sagt mir das? Also im Grunde ist genau dieses Problem, da sollte eigentlich unser Denken einsetzen. Oder da sollten wir uns jemanden zur Hilfe suchen, der dann mit uns zusammen denkt, weil so in dem System finden wir manchmal nicht die Öffnung, um zu Lösungen zu kommen. Aber ja, alles selber. Und mancher hat ganz laut hier geschrien, dass er ganz viele Pakete mitbringen möchte, ganz viele Lösungen. Das ist so personenabhängig. Es gibt ja auch Leute, die werden geboren, die gehen zur Schule, die machen ihr Abi, die studieren, die heiraten, die haben einen tollen Job. Also so, wo man das Gefühl hat, fast von Neid, wie einfach dieses Leben ist, wenn es denn so ist. Und es gibt Leute, die vor lauter Schicksalsschlägen, Kummer, Dramen gar nicht weiter wissen. Ja. Das, was du gerade beschrieben hast, lässt sich auch wieder physikalisch vergleichend betrachten, denn dieses sich, wie du es nennst, selber aussuchen, der Dramen, natürlich auch sicherlich der Lösungen und damit des Grundgerüstes eines gesamten Lebensweges, ist etwas, was sich in der Physik als Attraktion beschreiben lässt. Wenn ich ein Problem habe, bin ich im Defizit. Also es gibt irgendetwas, was mir fehlt. Geld, Gesundheit, wie auch immer. Manchmal sind das ja auch nur geglaubte Defizite. Aber das reicht auch aus, um Handeln anzutreiben. Geglaubtes Defizit wäre, es ist zu kalt, ich muss jetzt erfrieren. Aber die Temperatur sagt, das Thermometer sagt an sich etwas ganz anderes. Das sind dann die sogenannten Glaubenssätze, ne? Ja, das sind Glaubenssätze. Gut rein verpflichten. Ja. Ja. Ja, die müssen auch ganz kleine Glaubenssätze. Also eine Bekannte sagte mir, nein, ich kann nicht meine Haare waschen, auch wenn die dann trocken sind, kann ich nicht rausgehen, weil ich werde eine Erkältung bekommen. Ja. Also das sieht sie auch. Ja? Ja. Und ganz schwierig zu glauben,
ja, dass wir das wirklich selber produzieren und dass es dann auch eintritt. Deshalb, wir sind ganz toll. Wir sind Schöpfer auch für die allergrößten Dramen. Ja. Und das ist ein, das ist das, was die Psychologie als eine psychogene, ein psychogenes Drama bezeichnet. Wenn uns so genauso extrem oder noch extremer sogar, als du es gerade beschrieben hast, mit nassen Haaren rausgehen, ich kriege eine Erkältung oder ich sollte mich nicht auf einen kalten Stein setzen, dann kriege ich eine Nierenbeckenentzündung. Es gibt viele solcher eingrenzenden, einschränkenden Sprüche, die entweder zu Vermeidungsstrategien führen oder in vielen Fällen dann auch, wenn der Glaubenssatz stark genug ist, zu der Erkrankung. Das ist ja, hier haben wir auch ein attraktives Geschehen. Ich gehe davon aus, dass ein bestimmtes Risiko besteht. Ich habe also ein Sicherheitsrisiko. Ich bin mit der Sicherheit im Defizit. Also mache ich irgendetwas, um Sicherheit für mich herzustellen, selbst wenn ich mir das nur einbilde. Und im Grunde genommen ist das das Funktionsprinzip auch einer Batterie. Ich brauche auch hier einen Plus-, einen Minuspol. Ich brauche einen Ort der Fülle und einen Ort der relativen Leere oder des Mangels. Und dadurch setzt sich etwas in Bewegung. Also wir sprechen hier vor dem Hintergrund meiner Art, die Dinge zu beschreiben, von einer Glaubenswelt der Person, also des Aufzuchtproduktes dieser Gesellschaft, die mit einer Vielzahl von naturfremden Glaubenssätzen ausgestattet durch das Leben stolpert und der Dinge passieren, die so gesehen physikalisch gar nicht passieren müssten. Bis hin. Also, wir machen uns das Leben tüchtig schwer mit diesen ganzen Vorannahmen, Sätzen. Im Grunde ist das alles gar nicht so schwierig, wenn wir das nicht so intensiv betreiben würden. Ja. Ein Appell an die Öffnung des Selbstverständnisses. Da gibt es etwas in mir, was sehr viel größer ist als mein jetziges Bewusstsein. Das ist nichts Fremdes, sondern das bin ich selber. Widersprich mir, wenn du das anders siehst. Und dieses Größere, größer auch als dieses jetzige irdische Dasein, das hat einen, bleiben wir da mal unbestimmt, einen guten Grund, sich einen Lebensweg zu designen, in Anführungszeichen, mit sehr lehrreichen Episoden, die wir als Schicksal, wäre sprachlich korrekt, das geschickte Heil, Schicksal heißt ja geschicktes Heil, sich also Dramen zum Zwecke eines Reifungsprozesses. Ja, ich sage mal so, wir haben wie so einen Schleifstein, den wir dann bedienen, um wirklich vom Rohdiamanten im besten Fall zu einem Diamanten geschliffen werden. Leider ist so wenig Bewusstsein dafür da. Also es wird eher so, als wir erleiden das. Wir gehen dann nicht von aus, dass wir das selber kreiert haben, dass wir auch in der Lage sind, das zu verändern. Es ist wohl so, dass man wirklich für manche Veränderungsprozesse besser jemanden neben sich hat, der mit neutraleren Augen guckt, weil wir da selber nicht mehr so rausfinden. Aber wir machen dieses Leben uns auch ganz schön schwer. Ja. Hast du vielleicht in deinen Jahren dieser medialen Aktivität mal einen Fall erlebt, wo jemand ein wirkliches Aha-Erlebnis hatte, bezogen jetzt auf dieses, interessant, hätte ich nicht gedacht, aber ich kann nachvollziehen, dass ich mir diese Probleme selber geschaffen habe? Ja, das ist nicht mal viele, viele Male. Fällt dir dazu irgendein für die Zuschauer besonders klarer, nachvollziehbarer Fall ein? Also, wenn ich Beratungen mache, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Manchmal mache ich das ganz sanft und manchmal bin ich fast erschrocken, wie sehr ich den Leuten ihr Leben so um die Ohren haue, sagen wir das ruhig mal so, wo ich denke, ich würde schon in einen Widerstand gehen, wenn mir jemand begegnet.
Und ich habe solche Veränderungen erlebt, die haben mich weinen lassen, kann ich dir ganz klar sagen. Die haben vor lauter, ja, wie soll man das nennen, dass jemand so sehr bemüht ist, wirklich wieder in eine eigene Spur zu kommen. Das hat mich sehr bewegt. Ich habe das mal, ich habe ja lange in der Türkei gelebt und ich hatte eine Beratung am Strand mit einem Mann, den ich hochnäsig und arrogant, affektiert, alles, was man so Schlechtes reindeuten kann, dachte ich, boah, Typ. Und dann habe ich ihm wirklich, ich habe ihm sein Leben um die Ohren gehauen. Und 3 Monate später bekomme ich einen Brief. Also das hat mich wirklich, es hat mich positiv erschüttert, aber ich habe wirklich weinen müssen, dass ein Mensch in der Lage ist, nur aus so einem Gespräch so eine Wende zu machen. Und ich habe noch sehr lange Kontakt gehabt, dass, ich habe das bewundert. Ich habe gedacht, also ich hätte das nicht so hingekriegt, so toll wie dieser Mann. Vor allen Dingen mit meinen ganzen Vorannahmen, die ich über ihn ja hatte, ne? Ich habe gedacht, der geht und denkt, die hat sie nicht mehr alle, ne? So. Was kannst du das mit wenigen Sätzen beschreiben, was er in seinem Leben neu geordnet hat? Sagen wir mal so. Es ist, es gibt immer einen Punkt, wo die Leute mir erzählen, weswegen sie mich kontaktieren möchten. Der wichtigere Punkt, der stellt sich dann, während die erzählen, denke ich, ja, alles gut, aber der wirkliche Punkt, warum du hier bist, ist der und der. Und damit konfrontiere ich die dann. Mhm. Das war aber eine Liste von Liebschaften, Fremdgehen, Betrug und was weiß ich nicht alles. Also, und das hat ihn natürlich auch sehr aus den Angeln gehoben, weil die Leute versuchen, sich schon auch ein Stück vor mir zu verstecken. Sagen wir das so, ne? Also so viel Wahrheit möchten sie oft gar nicht hören. Und das hat ihm irgendwie, also er fühlte sich völlig entdeckt, nackt. Und da ich ja noch nicht mal freundlich war, was eigentlich nicht so meine Art ist, der hat das alles verändert. Der hat mit seiner Frau wunderbar Frieden geschlossen. Er ist auch noch mal mit seiner Frau bei mir gewesen. Hat mich, ja, weiß ich nicht. Das war eins der wirklichen Wunder. Das muss man, weil das so viel war. Jeder ist bereit, natürlich, sonst würde er ja nicht kommen, ein bisschen was zu verändern. Ein bisschen. Nicht so ganz aus der Komfortzone raus. Also ja. So, wie soll man sagen, dass sich das Geld, was man mir gezahlt hat, irgendwie lohnt. Ne? Also Kleinigkeit dafür verändern. Aber dass jemand wirklich überall aufräumt, so was Familiäres, Berufliches, Gesundheitliches, dass jemand so viel Arbeit in sich investiert, um zu sich selber zu finden, um Frieden mit sich zu haben, um so etwas wie Glück zu empfinden. Also, ja, das gibt es selten, sage ich ganz ehrlich. Es gibt selten Leute, die wirklich nach einer Sitzung all die Punkte verändern. Ist das der gewesen, der dir dann ganz unerwartet eine höhere Summe überwiesen hatte? Ja, nicht eine höhere. Die ist so hoch, dass wenn ich das erzähle, mir die Leute nicht glauben. Weil ich war so sauer auf den irgendwie, weil ich gedacht habe, mein Gott, du sitzt hier in einem Ferienclub und sitzt eigentlich auf einem Misthaufen deines Lebens. Und ich habe nur lapidar gesagt, sagte ja, was ich denn dafür bekommen würde. Ich sagte, hast die Kontonummer irgendwas? Weil ich einfach so, das war mir zu viel. Es war mir zu viel an Schlechtem oder was will man sagen. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe auf mein Konto geguckt und bin dann gleich zum Schalter und habe gesagt, dass man sich geirrt hat. Das gar nicht sein kann. Ich werde das auch nie vergessen, weil das nicht nur wegen der Höhe des Geldes, sondern was diesem Menschen das auch wert war. Das ist ja im Grunde so,
der Geldbetrag spielt erstmal keine große Rolle. Es zeigt so die Wertschätzung des Gesagten, nicht nur meiner Person, überhaupt eine Wertschätzung gegenüber des eigenen Lebens. Weil er war das ist ja im Sumpf sitzt. Also ne? An der Stelle muss ich kurz bestätigend meine Worte einflechten. Also diese Wertschätzung sich selbst gegenüber, das ist ja der entscheidende Punkt. Nicht, was man einem anderen gibt, sondern warum man es ihm gibt. Vor dem Hintergrund eines erkannten Gewinns für das eigene Dasein, für das eigene Leben. Das ist ein ganz, ganz wesentlich. Das ist ein wesentlicher Punkt, der auch zu diesem Thema der Eigenverantwortung gehört. Und ich finde das so entscheidend wichtig, dass du so ausdrücklich darauf hinweist, denn es gibt ja enorm viele sogenannte Jenseitskontakte, die ich auch für durchaus glaubwürdig halte. Überprüfbar ist ja immer das Problem. Wenn wir beide uns unterhalten, haben wir den Fokus auf der naturgesetzlichen Plausibilitätsprüfung, also welche Möglichkeiten habe ich, mit der Kenntnis der Naturgesetze im sogenannten Diesseits zu prüfen, dass Aussagen zum Jenseits zumindest möglicherweise korrekt sind. Ansonsten kann man ja auch einem Medium einfach nur glauben oder es lassen. Aber diese Frage, was wird mir denn als Information herübergereicht und welchen Einfluss hat es auf mein Leben, ist ja ganz entscheidend. Und wenn daraus keine Eigenverantwortung resultiert und auch keine Zuwendung zum eigenen Leben, Wertschätzung ist ein bisschen unglücklicher Begriff, aber wenn man jemand dir Geld gibt, dann gibt er das Geld ja aus Wertschätzung dafür, dass er etwas über sich erfahren hat, was ihm dienlich ist. Ja. Ja, also die Frage stellt sich nicht, was ist mir die Aussage des Mediums wert, sondern was ist die Auswirkung, die es auf mich hat, mir wert. Und das sehe ich so problematisch bei vielen dieser Channelings, Neudeutsch, und dann, wenn es um Engel und um Geistheiler, energetische Heiler geht aus dem Jenseits, das ist alles immer das ist für mich Teil dieser Matrix-ähnlichen Umdrehung der Wirklichkeit, der wir hier auf der Erde in diesen Gesellschaften ausgesetzt sind, dass wir davon ausgehen, dass das Problem da draußen wäre, dass die Lösung da draußen ist. Wenn ich hier bin, krank bin, dann gehe ich entweder zum Arzt oder am anderen Ende der Fahnenstange gehe ich halt zu irgendjemandem, der meinen Schutzengel dazu auffordert, mich zu heilen. Aber das geht eben an der Wirklichkeit vorbei. Die beste Beratung ist die, die ganz nah an einen selber ranführt. Ja. Das kann ich nur bestätigen. Das ist wirklich so dieses, ich merke auch in den Beratungen den Punkt, wo ich das Herz des anderen wirklich, bildlich gesprochen, das Herz des anderen wirklich berühre. Ja. Das ist sichtbar. Ich habe gerade gestern gehört, nicht gelesen, ich habe auch die Textstelle in der Bibel nicht parat, aber sinngemäß wird gesagt, dass mein Schatz ist dort, wo mein Herz ist. Es steht, glaube ich, in irgendeinem der Evangelien. Ich weiß es nicht, aber es spielt ja auch keine Rolle. Aber das trifft es schon. Und auch das hat wieder einen durchaus medizinisch-anatomischen Hintergrund. In dem Falle die Besonderheit unseres Nervensystems. Ich habe ja im Symplonik-Anwendungshandbuch das zu einem eigenen Kapitel gemacht, dieser Dreiklang der Intelligenz. Wir haben ein Nervenzellzentrum, das an sich auch ein Teil der vermeintlich jenseitigen Anatomie. Selbst wenn wir jetzt über das Nervensystem sprechen, ist ja das Nervensystem an sich keine Lebensfunktion, sondern nur durch die darin fließende Energie wird es, in dem Fall auch elektrische Energie, wird es überhaupt erst funktionsfähig. Es gibt ein Nervenzellzentrum im Bauch, eines im Herzen, also eine hohe Dichte an Nervenzellzentrum, das dritte Zentrum ist das Gehirn. Und wenn wir jetzt da ist die deutsche Sprache ja sehr ausdrucksstark, wenn wir darauf achten, welche aus der Umgangssprache herleitbaren Bedeutungen diese drei Bereiche haben, dann sind wir an sich schnell auf der auch durchaus in Forschung bestätigten Spur. Wir haben ein Bauchgefühl,
Das würde ich als eine Art Kompass bezeichnen, also die Intuition. Was soll ich denn jetzt tun, um im nächsten Moment zu überleben, ohne jetzt zu wissen, was passieren wird? Leben uns Tiere als Instinkt bis zum heutigen Tage vor. Wir haben etwas, wofür wir Feuer und Flamme sind, was uns ein Herzensanliegen ist, Herzintelligenz. Und dort finden wir auch das stärkste elektromagnetische Feld. Das Herz ist wirklich aus elektromagnetischer Sicht der Taktgeber für alle Prozesse im Körper. Und wir haben die Kopfintelligenz an sich im letzten Schritt nur noch als Umsetzer. Und auch hier haben wir eine 180-Grad-Umdrehung. Die Person, die ich vorhin als in einer kurzen Definition skizziert habe, die Person ist komplett kopfgesteuert. Die ist so angespannt, so sympathikoton, so gesellschaftsfixiert, dass sie keinen Kontakt mehr zur Bauchintelligenz hat. Also zur Fähigkeit zu entscheiden, was ich jetzt für mich und mein Leben und Überleben Wohltuendes tun sollte. Du willst das Thema dieses Videos vertiefen und sofort anwenden? In diesem Falle klicke unten in der Infobox auf den Link. Du wirst brandaktuelle Zusammenhänge kennenlernen, die vor langer Zeit in Vergessenheit gerieten. Über die Eintragung in den kostenlosen Interessentenverteiler erhältst du Zugang zu diesen Informationen. Weil das Ding ist ja auch, wir berühren uns eigentlich sehr wenig selber. Wir haben eher so dieses Bedürfnis, dass über eine Partnerschaft oder so, dass wir von außen berührt werden. Und diese Eigenberührung, das ist so sowas ganz Wesentliches. Manchmal schaffen wir das über Musik, dass Musik wirklich das erreicht. Das kann auch manchmal ein sehr tiefes, intensives Gespräch sein. Das kann ein Spaziergang in der Natur sein. Aber wirklich, dass wir mit all unseren Sinnen uns berühren. Dafür sind wir eigentlich auch auf dieser Erde. Das ist auch ein Stück, weil ich werde oft gefragt, was ist der Sinn, dass wir hier sind? Ja, das ist über diese ganzen Eindrücke, die wir, egal wie mit unserem System aufnehmen, dass wir uns selber damit berühren. Ja, auch das ist ein exaktes Abbild dessen, was man in der Medizin und Psychologie, wenn sie etwas weiter gefasst ist und berücksichtigt, dass es diese enge Verbindung zwischen Körper und Psyche gibt, genau und exakt als Konsequenz resultiert. Ja, jede Art von Krankheit ist ja letztendlich nichts anderes als eine Störung, die durch Selbstverneinung resultiert. Also nehmen wir mal ein klassisches, einfaches Beispiel, was ich immer gerne verwende, weil es so eingängig ist, wenn ich die Nase voll von etwas habe, habe ich ja nicht unbedingt gleich einen Schnupfen, sondern ich bin in einer bestimmten unsichtbaren, ich bin immer ein jenseitiges Wesen, in einer Gemütsverfassung, in der ich mich als überfordert erlebe. Mhm. Und mir fehlt die Fähigkeit zu sagen, mehr kann ich jetzt aber gerade nicht, also lasst mich in Ruhe. In welchem Lebensthema auch immer. Ist genau in diesem Moment zieht sich auch, ja, jetzt wenn wir jetzt bei Nase voll bleiben, da ziehen sich die Energien dann auch zurück, sodass man kann das so beschreiben, dass man eigentlich ausgelieferter ist, weil die Energie sich dann an einen Ort zurückzieht im Körper, wo sie eigentlich dort gebraucht wird, wo wir das Problem haben. Das sehe ich oft in den aurischen Feldern, dass die Farben sehr verblassen. Und in dem Moment, wo wir voll energetisiert sind, sind wir schon recht bunte Wesen. Ja, würdest du auch sagen, oder ist das deine Erfahrung, dass nicht nur die Farben verblassen und sich die Energie, dieses Energiefeld tendenziell zurückzieht von diesem gestörten Bereich, sondern dass es auch dunkler wird? Ja. Also es ist, das sieht man leider sehr häufig. Es gibt doch diesen, hieß der Edgar Cayce? Ja. Der hat irgendwo, früher gab es doch den Paternoster, diesen Aufzug, der rumfuhr. Und der hat dort gestanden, hat die Leute angeschaut, die dort drin standen und hat bei niemandem mehr Farben gesehen, sondern alles war dunkel.
Und da ist dieser Aufzug ist abgestürzt. Das ist übrigens sehr viel Flugangst. Warum auch immer. Ich mag dieses Ausgeliefertsein. Ich fühle mich dann so. Ich gucke mir dann immer an, ob bei allen noch so wunderbar aussieht. Dann denke ich, alles gut. Ich kann mich entspannen. Weil es ist nicht unbedingt gesagt. Man kann nicht sagen, wenn alles dunkel ist, dann stirbt man direkt. Aber dann ist die Energieverteilung so gestört, ja, dass wir im harmlosesten Fall ein Missempfinden haben. Mhm. Auch hier gibt es einen interessanten sprachlichen Bezug. Wir sagen ja auch, ich sehe schwarz für dich. Genau, ja, ja. Mhm. Das ist auch so, dass manche Leute mir berichten, ich habe den Tod hinter meinen Eltern oder so gesehen. Das ist nicht unbedingt der Tod, aber das ist diese Schwärze, dieses völlige Verdunkeln der Farben, was zumindest in unserem Sprachgebrauch lebensgefährlich ist. Ich habe das bei meiner Mutter gesehen, kurz bevor sie gestorben ist, wo ich dachte, jetzt verstehe ich, was die Leute damit sagen, der Tod steht hinter mir. Es war so dunkel. Ja, und ab da habe ich gefürchtet. Sie hat dann zwar noch ein halbes Jahr gelebt, aber ich war in Alarm. Ich wusste, dann habe ich geguckt, denke ich, sie hat keinen Krebs, sie hat dies nicht, sie hat das nicht. Was kann es sein? Ich wollte sie ja retten, natürlich, ne? Interessant, daraufhin muss ich dann auch sagen, meine Mutter hat immer gesagt, wenn irgendwas passiert ist, da trifft einen doch der Schlag. Ja, der hat sie getroffen. Mhm. Also das fand ich sehr eingängig, dass wir oft, weiß nicht, manche Männer, da geht mir auf den Sack oder irgendwie, es gibt ja ganz viele diese Aussprüche, ja, dass man unter Umständen auch was manifestiert. Also bei meiner Mutter habe ich das so empfunden. Da dachte ich, sie hat all die Jahre, die ich sie kenne, gesagt, da trifft einen doch der Schlag. Ich würde es vor dem Hintergrund meiner Kenntnisse ergänzen. Ich habe da keine anderen Erfahrungen. Ich würde es nur etwas anders formulieren. Wenn jemand unbewusst einen Konflikt hat, mit oder ohne damit verbundene Glaubenssätze und Selbstverurteilungen, der als Konflikt unter Umständen über Jahrzehnte schwelt, unbekannt, unbewusst, immer wieder in Situationen aktiviert, aufgeladen wird, aber angstbedingt immer im Unterbewusstsein gehalten wird, dann ist er ja Teil des Wesens ein ganzes Leben lang. Und es gibt eine, wie bei einer Batterie auch, einen Aufladungsprozess, der sich für mich, ich nenne das Eskalationskette der Erkrankungen, also es beginnt mit harmlosen Signalen, ja, so wie man mit einem Schnupfen, einem gelegentlichen, ein erstes Signal bekommt, ich bin überlastet. Und so wie der Konflikt immer mehr abseits des Bewusstseins, es kann auch im Bewusstsein passieren, aber die meisten schwerwiegenden Störungen entstehen immer im vollkommen Unbewusstsein, weil die Angst viel zu groß ist, sich damit zu befassen. Dann wird es halt rausgehalten. Aber vielleicht muss man noch früher anfangen, da wir so wenig dafür tun, dass es uns gut geht, so wenig Aufmerksamkeit auch dafür haben, dadurch kommen solche Prozesse ja überhaupt erst in Gang. Dann sind wir wieder bei der Person, die darauf gedrillt wird, für die Gesellschaft zu funktionieren und sich zu verneinen. Und dann ist das, was du vorhin sagtest, plötzlich ein wachsendes Drama, dass wir uns selber gar nicht mehr zuzuwenden trauen, weil das ja nicht opportun ist. Auch diese sehr aus gesunder, natürlicher psychologischer Sicht vollkommen korrekte Formulierung in der Bibel, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ist ja umgedeutet worden. Also, dass man so den anderen in den Mittelpunkt zu stellen hat und dann kommen 10 Misthaufen und kommt man immer noch nicht. Ja. Jeder, also, der sich selbst... Ich behaupte, dass wir viel mehr die anderen wahrnehmen und unfassbar wenig uns selber. Ja. Ja. Und dass wir auch Menschen, die dann selber gut wahrnehmen, oft auch verurteilen. Na, die sind dann egoistisch oder ne, wir haben dafür eine ganze Menge Worte. Ja. Das muss ich ja gar nicht unbedingt ausdrücken, sondern es ist so wichtig, sehr, sehr gut zu sich selber zu sein. Ja. Das fehlt vielen Menschen.
Und da hat die Erziehung im wahrsten Sinne des Wortes perfekte Arbeit geleistet. Wir sind 180 Grad gedreht worden. Probleme da draußen, Lösungen da draußen, die Ansprüche da draußen haben wir zu erfüllen. Und wir selber bleiben dabei auf der Strecke. Ich will an das vielleicht noch einmal. Vielleicht ist das aber auch so. Wie gesagt, wir kommen ja mit einem Plan. Es kann ja nicht sein, dass wir so arme Wesen sind und uns selber vernachlässigen. Es ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Aufgabe, uns wahrzunehmen und sich um uns selber zu kümmern. Weil wir gucken viel aus unseren Augen heraus, aber wir schauen überhaupt nicht viel nach innen. Ja. Und das ist auch diese ganze Beraterkultur, die wir ja mittlerweile haben für alles und jedes, hat damit ganz viel zu tun, dass sehr viele Menschen sich gegenüber blind geworden sind. Gesellschaftlich, da lasse ich ja keine Gelegenheit aus, das zu betonen, weil dort genau an der Stelle die ganzen Beschwerlichkeiten inklusive Krankheiten sprudeln. Gesellschaftlich natürlich gewollt, denn die Selbstverneinung ist Voraussetzung für die Einpflegung in die Massengesellschaft. Den spirituellen Sinn würde ich, widersprich mir, wenn du das anders siehst, so formulieren, vor dem Hintergrund meiner Erfahrungen. Wir brauchen immer erstmal, zumindest in der jetzigen spirituellen Entwicklungsform als Mensch, ein Defizit, um zu registrieren, was da ist. Also nehmen wir mal an, jemand würde in einer Umgebung leben, in der er niemals hungern muss, niemals frieren muss, niemals einen Mangel an irgendetwas erfährt. Der wird niemals ein Bewusstsein für seine Umgebung entwickeln. Zumindest nicht in unserer jetzigen Daseinsform. Ich brauche immer erst einmal einen Verlust. Ich muss einen Verlust haben an Sicherheit, einen Verlust an Nahrung, einen Verlust an Temperatur, muss frieren, muss hungern, muss Durst haben, muss mich selbst vernachlässigen, wenn wir das Bild jetzt was größer fassen, und mich da draußen in dieser Welt verlieren, weil man mich gelehrt hat, auf alles zu achten, was da draußen ist, und bloß nicht auf mich selber. Das würde ich als die Voraussetzung dafür bezeichnen, dass wir Bewusstsein entfalten für uns selbst auf einem höheren Niveau. Einverstanden? Aber warum schmerzhaft? Ja, gut, da hätte ich auch auf meiner Wunschliste was anderes, ja. Und das ist ja auch der Unterschied im Grunde zum jenseitigen Leben, dass wir dort durch diese Mühlen uns da nicht durchquetschen müssen, sondern dass wir dort einfach sind. Und es gibt dort nicht diese Massengesellschaft, die uns gerne im Gleichschritt hätte, sondern, ja, ich denke manchmal, diese Energie, die ich also wahrnehme, diese genannte Aura, ich wusste früher nicht, dass das Aura heißt, weil ich habe einfach diese Farben gesehen. Und ja, man sieht das manchmal bei Kindern, die sich so sehr viel Freiheit noch erlauben, wie farbig die sind, wie die Energien fließen. Und ich weiß nicht, ich habe das ja alles beobachtet. Und dann gab es die ersten Bücher. Also die gab es wahrscheinlich schon länger, aber ich habe die dann für mich mal entdeckt. Und dann hieß es, ja, du musst das Chakra öffnen und schließen, wo ich immer dachte, gut, dass wir sowas nicht können. Weil das ist so tiefste Esoterik, was man alles tun oder lassen soll. Weil im Grunde, wir können so froh sein, dass wir, wie wir atmen, auch unser aurisches System völlig autonom für uns arbeitet und wir da zum Glück nicht so einen Einfluss drauf haben. Also ich würde das ganz dramatisch finden, wenn wir da so einen Einfluss drauf hätten. Das also ist auch ein ganz großes Thema, ja. Weil die Leute dann sagen, du musst Chakren säubern und also diese Chakren, da gibt es ja dann ganze Listen, wo die genau sitzen. Das ist sehr selten so, weil jeder Mensch völlig anders ist, Gott sei Dank. Manchmal sind drei Chakren nebeneinander und an einer Stelle, wo das sein müsste, ist gar nichts. Das heißt auch immer was. Aber es ist so, es ist wie lehrbuchmäßig inhalieren die Menschen das und machen dann diese, sag mal, unsinnigen Dinge.
Statt einen schönen Spaziergang in der Natur zu machen, vielleicht wirklich mal einen Baum zu umarmen, darauf achten, auf so eine Gedankenhygiene, könnte man das nennen. Mhm. Weil wir sind ja sehr, sehr beschäftigt damit, diese ganzen Probleme immerwährend durchzukauen. Und ich glaube, dadurch schaffen wir noch mehr davon. Das müssen wir, also ich habe mir drei Stichworte gerade notiert. Einmal Chakren und das Thema, du hast es ja schon angedeutet, deckt sich mit meinen Erkenntnissen, reinigen als unsinnigen Vorgang, überhaupt die Manipulation dieses sogenannten Systems und Gedankenhygiene, wie man das macht. Das ist so ein Thema, was mich seit Jahrzehnten schon begleitet. Dafür, denke ich, haben wir eine dies- und jenseitige Antwort. Das ist ein eigenes Thema, wenn du willst, habe ich mir schon notiert. Ich würde gerne noch mal kurz zu deiner Mutter und der Erwartung dieses Schlages zurückkommen, weil das ja diese Angst vor der sich selbst erfüllenden Prophezeiung berührt. Und hier ist mir immer wichtig, die Situation vollständig darzustellen, damit klar wird, ob man nun Angst haben muss oder nicht. Also es sind an sich zwei Aspekte. Diese sich selbst erfüllende Prophezeiung setzt voraus, dass ich, also ich spreche jetzt aus meiner Erfahrung, dass ich einen massiv aufgeladenen, mit Angst aufgeladenen Glaubenssatz habe, der auch mir vollkommen unbewusst sein kann und dazu führt, aufgrund der hohen Konfliktspannung, was ja im Körper und in der Psyche eine hohe Sympathikotonie, also Überlebensaktivität mit eingeschränkter Wahrnehmungsfähigkeit nach sich zieht, dass also in die Voraussetzung dafür ist, dass es zu dieser sich selbst erfüllenden Prophezeiung kommt, dass ich extreme Angst davor habe, zum Beispiel einen Schlaganfall zu bekommen. Ja. Und in dieser hohen Anspannung und hohen Unbewusstheit, die immer mit Sympathikotonie einhergeht, ohne es zu merken, alles das tue, was mir der Glaubenssatz diktiert und mir letztendlich die Katastrophe beschert. Ja. Genau, so würde ich das auch, nicht nur der ausgesprochene Satz. Ja, das ist genau, das, und das ist das, was viele, den meisten an sich nicht klar ist. Und das ist ja auch ein in der Esoterik sehr weit verbreitetes, ausgelutschtes Thema, auch bei diesen ganzen Mentaltrainingsansätzen wird ja versucht, dann Lösungen dadurch zu finden, dass man vermeidet, an irgendein Problem zu denken. Stattdessen geht es darum, den stark angstbesetzten Glaubenssatz zu erkennen, ihn aufzudecken, der handlungsbestimmend aus der Tiefe heraus ist. Ja. Ja, und wenn ein solcher Glaubenssatz mit der entsprechenden Ladung nicht existiert, dann kann ich durchaus Angst vor etwas haben und es passiert mir nie. Genau. Ja, ja. Es müssen da mehrere Komponenten sein. Das ist jetzt nicht, dass jetzt jemand auch noch Angst kriegt, zu bestimmten Sprüchen neigt. Ja. Aber es war für mich irgendwie sehr aufschlussreich. Mhm. Auch so, ich meine, das ist ja nicht nur der Satz, das, wie du es gerade beschrieben hast, diese Ängste und sich selber damit so zu konfrontieren. Mhm. Leo, ich würde gerne zum Abschluss unseres jetzigen Gespräches noch einmal zurückkehren zu dem, was da im Mutterleib abläuft. Und da war ja dann dein Stichwort Matrix. Ich würde auch, bevor wir das definitiv als letzten Punkt für heute aufgreifen, noch den Begriff des Charakters kurz aufgreifen. Ich hatte ja etwas ausführlich erläutert, was aus Sicht der natürlichen Psychologie der Symplonik als Persönlichkeit zu verstehen ist. Und der Charakter ist ein weiterer, für mich entscheidender Schlüsselbegriff, um zu verstehen, wie wir funktionieren, wie wir ticken. Charakter kann ich jetzt nicht wie Persönlichkeit sprachgeschichtlich herleiten, aber ich habe ihn vorsichtshalber klar definiert, dass jeder, der den Begriff von mir hört, auch klar einordnen kann. Charakter ist für mich das, was wir als Mensch natürlicherweise sind. Du würdest an der Stelle vielleicht sagen, das ist sehr viel eher noch so die unverfälschte Seele, die ihren nächsten Lebenszyklus als Person auf dieser Erde plant. Und Charakter wäre für mich
die Ausstattung an Talenten und Fähigkeiten, die ich konstruktiv erbaulich für mich einsetzen kann. Zum Beispiel deine mediale Fähigkeit wäre für mich ein Talent in diesem unsichtbaren Baukasten, den ich Charakter nenne. Also eine hohe Kommunikationsgabe oder ein hohes Maß an natürlicher Aggressivität und Durchsetzungsfähigkeit. Und ob ich das nun konstruktiv für mich einsetze in meiner menschlich-spirituellen Entfaltung oder ob ich mich als gedrilltes Gesellschaftsprodukt, als Person mit meinen charakterlichen Möglichkeiten in der Selbstzerstörung engagiere, weil ich die gesellschaftlichen, naturfremden Ansprüche erfüllen will, das ist dann individuelles Drama. Genau. Was sagst du dazu? Ja, ich würde das genauso sehen, weil im Grunde durch die Performung, durch all das, durch Schulsystem, fängt im Grunde schon viel früher an. Es fängt über das Vorleben der Eltern an. Es geht weiter, Kindergarten, Schule, Ausbildung. Das macht im Grunde, es lässt nicht jeder Mensch zu. Diese Menschen kennen wir auch alle. Also die so ja aus der Norm fallen. Mhm. Wo wir wirklich sagen, mein Gott, das ist aber... Ja. Hans im Glück oder was weiß ich, wie wir diese Menschen nennen. Sie machen auch ein bisschen Angst, ne? weil sie sich trauen, anders zu sein. Ja, ja. So. Und wenn die dann durch diese ganze Maschinerie gehen, sind sie nicht mehr sie selber. Mhm. Ja. Sie sind nur noch so, wie soll man sagen? Also ich sage immer, es ist ein Seelengefängnis. Gut, es muss aber in dem angelegten Plan so, also es muss so angelegt sein, das zu erleben. Vielleicht im Gegensatz zu der Freiheit, wie die Seele im jenseitigen Leben ist. Was ist, ne, ich stelle mir das also jetzt von hier aus so vor, dass ich sage so, also so ein Drill, so eine Enge, so ein Druck. Das habe ich noch nicht kennengelernt. Also da, ne, das erschaffe ich mir jetzt mal um, weil die Seele natürlich, das schreiben mir die Leute auch immer, die Seele ist ja allwissend und hat ganz viele Fähigkeiten, ganz viel Ausdruck nach Arbeiten. Aber was sie nicht hat, ist die Erfahrung, dass körperlich, also indem sie in einem Körper inkarniert ist, zu erleben. Zu erfahren. Diese ganzen Emotionen, die wir im Grunde haben, die wirken ja durch die Seele. Ne, ein Körper, weiß ich nicht, da bist du eher gefragt, der hat natürlich Schmerzempfinden und so, aber ein Körper fühlt sich nicht glücklich. Das ist ja die Seele in uns. Gut, dann gibt es Endorphine natürlich, also diese ganzen chemischen Vorgänge, aber ja, wir sind in einer eigenen Struktur geprägt, die wir hier auf der Erde nicht unbedingt leben können. Vielleicht kann man das so sagen. Also das Wort Gefängnis, das passt für mich wirklich sehr gut. Und das Gefängnis würde ich vor meinem Erfahrungshintergrund bezeichnen als dieses Bündel an naturfremden, selbstverneinenden Glaubenssätzen und Selbstverurteilungen. Das ist letztendlich ja auch etwas komplett Selbstgeschaffenes. Also ich erlebe das immer wieder bis hin zu dem Eindruck des Sterbens, obwohl es dann gar nicht um das physische Sterben geht, sondern um einen psychischen Tod. Und zwar einen psychischen Tod bezogen auf bestimmte selbstverneinende, massive Krankheiten unterhaltende Verurteilungen, also Selbstverurteilungen, die so sehr über die Grenzen der körperlichen und psychischen Möglichkeiten gehen, dass der Betreffende schwerst erkrankt. Und so wie diese krankheitsunterhaltenden Glaubenssätze sich auflösen, entsteht vor allen Dingen bei schwerwiegenden Erkrankungen in der sogenannten Finalphase bei dem Betreffenden der Eindruck, das habe ich wiederholt zu hören bekommen, am Anfang, das erste Mal, hat mich das auch sehr erschreckt, weil ich dachte, wenn der mir hier jetzt stirbt, dann gibt das bekanntlich einen Haufen Probleme. Aber es war so, dass hier ein Teil des alten
krankheitsunterhaltenden Selbstverständnisses starb und damit der Käfig größer wurde oder auch Teile des Käfigs, der Gitterstäbe ganz zusammenbrachen. Mhm. Also das ja. Wort Gefängnis passt für mich sehr. Dass wir alle um eine Freiheit bemühen sollten, dass wir noch so gerade vielleicht in dieses System passen für die Dinge, die wir als notwendig erachten, aber uns doch wesentlich mehr innere Freiheit gestatten sollten, ja? Ja. Das so, ich merke einfach, wenn jemand zur Beratung kommt, dann sehe ich diesen Käfig. Mhm. Na, also ich sehe genau, wo die Begrenzungen liegen. Und in diesem Rahmen muss ich ja auch ja, sehr empathisch und vorsichtig sein. Sonst ich könnte zu manchen Leuten sagen, hör mal, vergiss mal alles, was bis jetzt war, mach mal so, so. Das überfordert ja jeden. Es ist ja im Grunde ein Schritt-für-Schritt-Prozess, mhm. wieder den Weg in die eigene Freiheit zu finden. Ja. Das ist schon möglich. Also auch wenn wir hier davon sprechen, von diesem Käfig und so, es ist schon möglich, ein großes Stück mehr Freiheit zu leben für jeden Einzelnen. Dazu gehört allerdings ein bisschen Mut. Das fängt schon mit ganz kleinen an, dass wir gucken, was machen die anderen und machen das dann auch so. Und wir haben vielleicht, ich weiß nicht, ich habe das häufig erlebt, dass Frauen sich dann bestimmte Dinge nicht trauen, weil sie Angst haben, irgendwo eingeordnet zu werden, wo sie nicht eingeordnet werden wollen. Das sind die persönlichen Ängste, ja. Ja, und das... jeder sich mehr Freiheit gönnt, wirklich das zu machen, ja, worauf er Lust hat, ohne dieses Thema, was sagen meine Nachbarn dazu? Weil wir sind eher geprägt davon, wie wir angesehen werden. Das sind das ist das klassische Drama der Person, die immer nach außen orientiert darauf achtet, wie sie sich verhalten muss, um in den vorgegebenen Rollen der Gesellschaft zu punkten. Ja. Ja. Es gibt ja schon doch auch einen Weg. Mhm. Und vielleicht richten wir unser Wort an die Leute, die da erwachsen mit umgehen wollen. Mhm. Dass sie einfach mehr Freiheit, mehr persönliche Freiheit nehmen und durchaus mal schräg angeguckt. Das bringt dann ja nicht um. Können wir als Charakter und werdender Mensch dann aushalten? Ja. Ja. Ich würde gerne noch dass wir den Kreis schließen können, auf dieses Feld, auf diese Matrix zurückkommen und zugleich auch darauf hinweisen, nachdem wir ja gestartet sind, die Anatomie des jenseitigen Körpers darzulegen. Jetzt haben wir so viele, finde ich, sehr, sehr wichtige, entscheidende Aspekte besprochen, die es uns bis jetzt doch gar nicht möglich gemacht haben, auf diese Parallelität zwischen sichtbarem Körper und unsichtbaren Gemütsregungen zu sprechen zu kommen, woraus sich ja diese Anatomie ergibt. Psychosomatik nennt man das, ohne sich klar darüber zu sein, dass wir hier strikt jenseitige Aussagen bekommen. Also das müssen wir tatsächlich vertagen auf ein nächstes Gespräch. Aber lass uns zumindest mal der Spur der Matrix folgen, bis dann das geburtsreife Kind entsteht. Dann haben wir einen inhaltlich sauberen Kreis geschlossen. Also du sagst die Matrix, und das ist etwas, was klingt jetzt seltsam vielleicht zunächst, mathematisch, statistisch zwingend so sein muss, ist mit dem Seelenplan, von dem Lebensplan, den wir als Seele für diese Inkarnation, so würdest du es ja beschreiben, erstellt haben, mit all den Dramen und Katastrophen, die uns Bewusstsein, Selbstbewusstsein, was auch immer noch zusätzlich geben. Aber sind auch die guten Sachen bei, ne? Selbstverständlich. Freude, Glücklichsein. Ne? Ja. Da brauchen wir aber keine Hilfe, das kann jeder selber. Ja. Wir hadern ja immer erst dann, wenn irgendwas wehtut. Leider. Ja. Also, wenn wir es rein mechanisch, materialistisch betrachten würden, kommen wir ganz schnell an die Grenzen
der Plausibilität, das ist vollkommen unglaubwürdig zu sagen, da vereinigen sich Samenzelle, Eizelle. Gut, dann gibt es noch den Zinkblitz, der wird auch nicht bestritten in der Reproduktionsmedizin. Erst ab dieser zinkbasierten Reaktion, ab dem Moment erst beginnt Leben zu wachsen. Das wird zwar nicht nach außen kommuniziert, aber intern, fachintern ist das durchaus bekannt. Findet man sogar in YouTube-Videos. Und dann soll also durch irgendeine noch nicht einmal im Ansatz als Konzept formulierte Kommunikation zwischen diesem wilden Zellhaufen, der da zunächst mal heranwächst, soll eine so saubere, präzise Spezialisierung und Entfaltung eines hochkomplexen Organismus erfolgen. Das ist schon mathematisch, statistisch völlig absurd, weil ab etwa 5 Faktoren, die gleichzeitig im Spiel sind und sich unterschiedlich kombinieren können, auf einer Zeitachse auch noch, einem Entwicklungsgeschehen, ab da ist eine völlige Unbeherrschbarkeit der einzelnen Daten gegeben. Das heißt, das, was dort zur Verfügung steht, in diesem Zellhaufen an Kommunikation, nach unserem heutigen materialistisch geprägten schulmedizinischen Weltbild, reicht nicht aus, um die Entfaltung eines so hochkomplexen Wesens zu erklären. Und das ließe sich noch ergänzen um viele physikalisch, chemische, biochemische Sachverhalte. Also es ist einfach Unsinn. Es wird zwar behauptet, beziehungsweise behauptet wird eher sogar nicht, es wird einfach ignoriert. Und wir lassen jetzt an der Stelle zum Ende unseres heutigen Gespräches, wir müssen ja nicht die Antworten liefern. Es reicht ja, wenn wir erst einmal erschüttern, was behauptet wird, damit Neugier wieder aufbricht. Ja, dass wir ergebnisoffen uns damit befassen, wer wir wirklich sind. Und wir nehmen zum Abschluss für heute diese Idee mit, da muss es ein ordnendes Feld geben. Absolut, ja. Und dieses Ort, ja. Leider auch für uns Erdler, ja, nicht beweisbar in dem Sinne. Bei dem heutigen Weltbild, ja, definitiv. Nicht beweisbar, gar nicht mal angedacht. Genau. Das, wonach alle schreien, ist ja immer nach Beweisen. Aber das ist so komplex. Es sprengt unsere Vorstellungskraft. Also ich habe ja meine eigenen Schwangerschaften mit meinen Kindern natürlich sehr intensiv beobachtet und habe auch sehr viel dadurch gelernt, weil man hat ja eine andere Person, die schwanger ist, nicht 24 Stunden um sich. Ja, und da ist mir... Oh, hoppala. Oh, ich war auf einmal weg. Und da ist mir so klar geworden, ja, wie hochkomplex das ist. Weil, und auch, dass es ein Prozess ist. Also nicht so, die Seele kommt, hat ihren Plan, kommt angeflogen, setzt sich in den Embryo und es geht los. Sondern das ist im Grunde, ja, wie logische Bausteinchen, auch wie die Farben sich aufbauen. Leo, darf ich dich da unterbrechen? Ja. Das ist ein spannendes Thema. Ich habe es schon aufgeschrieben. Aber ein neues Thema. Wenn wir, also das, auch das hatte ich bisher noch gar nicht daran gedacht. Schwangerschaft ist möglicherweise ja auch ein Gespräch wert. Ja, vor allen Dingen insofern auch, dass viele Mütter verlieren ja ihre Kinder durchaus in den ersten 3 Monaten. Ja. Auch das gehört dazu, ja. Darf ich dich da abwürgen? Ja, wirken. zum Wohle der Klarheit für unsere Gespräche und für die Zuschauer, also das würde ich sehr gerne mit dir aufgreifen in einem separaten Gespräch. Ja. Genau das, was du gerade begonnen hast zu skizzieren. Ich würde es nur gerne für heute passend mit dem Kreisschluss noch einmal auf die Unmöglichkeit eines beliebigen Wachstums durch irgendeine nicht näher bezeichnete Zellkommunikation zurückführen. Es muss dort etwas anderes sein, was du als Matrix bezeichnet hast, als eine Art selbstgeschriebener Plan der Seele für dieses Leben. Möchtest du dazu ein letztes Wort sagen? Sonst verabschieden wir uns an der Stelle und ich bin schon schwer neugierig darauf, was wir als nächstes entdecken werden.
weites Feld. Also ich wünsche jedem, dass er wirklich sehr auch bei sich ist und nicht nur außerhalb. Weil das ist ein Anfang. Es ist einfach ein Anfang für ganz großartige Entwicklung. Das ist so abschließend dazu sagen. Das ist ein wunderschönes Schlusswort, was alles umschließt und zugleich das betont, worum es geht, um das Erlebnis dieses Lebens, oder? Ja, absolut. War sehr schön mit dir. Die Biene, das Leben. Ja. Schön, lebendig und inspirierend. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.